Joe Matavilla 0:0 in Groß-Asbach. Wie lässt sich so ein Spiel in Worte fassen, bei dem es so viele Torchancen gab, aber einfach kein Cottbusser Tor? Ja, also ich sag mal, wir sind heute dann wieder gut aufgetreten. Chancen haben wir en masse kreiert und es hat sich heute angefühlt, so, als ob man verflucht wäre, als ob der Ball dann irgendwie nicht rein will. Und aber dennoch war es dann wichtig, dass wir, wenn der Ball nicht reingeht, dass wir auf gar keinen Fall ein Gegentor kassieren. Das war die Devise und das war das weitere Ziel, das wir dann heute erreicht haben. Aber wichtig wäre es gewesen oder schön wäre es gewesen, hätten wir eine von den zahlreichen Chancen genutzt. Können Sie es trotzdem mental positiv mit nach Hause nehmen, dass es diese starke Leistung gab, die stärkste nach der Winterpause? Ja, also das ist, das spürt man ja dann auch, ne? Wenn man so gut im Spiel ist. Ich denke mal, wir haben heute das Spiel dann über 90 Minuten dominiert und das sollte Auftrieb geben, auch wenn es dann für den Sieg nicht gereicht hat. Aber sagen wir, im Abstiegskampf ist auch ein Punkt wichtig. Wir wissen nicht, wofür der am Ende gut sein kann oder gut ist. Und ist man positiv, muss man positiv sehen dann. Viel hat sich auf Strelimamba Mamba fokussiert, der etliche Torchancen vergeben hat. Müssen Sie den jetzt besonders aufbauen als Mannschaftskollegen? Ich denke nicht, dass wir ihn da aufbauen müssen. Also natürlich, er hat ein paar oder hat seine Chancen dann heute nicht nutzen können. Aber wir nutzen dann unsere Chancen als Mannschaft. Ich hoffe, hat dann nicht mit Mamba zu tun. Wir müssen dann sagen, dass wir jetzt als Kollektiv nicht ausnutzen konnten, das, was wir uns erspielt haben. Danke.